damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Folge, wo ich andere YouTuber analysiere. Und dieses Mal hat die Ehre der Kanal LockTube. Dieser Kanal hat vor circa einem Jahr das erste Video rausgebracht. Und in diesen Videos ging es um Arten von verschiedenen Challenges und so weiter. Und dann vor 3 Monaten brachten sie ihr erstes Street-Video. Da sie bemerkten, dass das viel Klicks bringt, brachten sie natürlich mehr. Dann ist auch der Zug von den Schienen entgleist. Der Kanal ist dem Bach untergegangen vom Content. Also der Content wurde immer schlechter und schlechter. Manche fragen sich, warum kriegen Kinder mit 12 ihr erstes Kind? Und die Antwort liegt eigentlich gar nicht so weit, wie ihr dachtet. Das liegt an solchen Kanälen wie LockTube, Benfresh, etc. Aber zu Benfresh kommen wir eigentlich erst gleich. Zurzeit haben sie einen Kanal von 67.000 Abonnenten, doch die Klicks explodieren durch einen gut gewählten Titel und Clickbait-Thumbnails. Und da sieht man auch, was ein Titel und ein Thumbnail alles machen kann. Solche Titel wie Sex mit 14, Arschfick mit 11, braucht man sich nicht wundern, warum jedes Kind mit 12 sein erstes Kind kriegt. Ob das jetzt einen Sinn macht, ist nicht meine Sache. Und da der Kanal Benfresh bemerkte, dass solche Street-Videos viel Aufmerksamkeit bringen, wählte solche Titel wie für 200 Euro Arsch anfassen oder auch für 300 Euro Arsch anfassen. Ja, da braucht man sich eigentlich echt über gar nichts mehr wundern. Vor allem landen sie mit solchen Videos in die Trends. Wobei man bemerken muss, solche Videos entsprechen so gar nicht den YouTube-Richtlinien. Und sie sind trotzdem in den Trend. Denkt ihr, da wird so ein KS-Freak neidisch? Warum ist dieses Video wieder nicht getrendet? Woran liegt es? Wie gesagt, was ich bei allen solchen Typen sage, die sind austauschbar und die braucht niemand. Außer 10-jährige Kiddies. Also echt, wenn ich mir sowas ansehe, wohin entwickelt sich unsere Jugend? Und damit würde ich sagen...